Eine von vielen Schlagzeilen im Juli 2009. Man empört sich auf Internetpresseportalen über einen Vorschlag der Bundesbank, die Rente mit 69 einzuführen. Auch die renommierte Welt mit mittlerweile 181 Artikeln und Focus Online nehmen das Thema ebenfalls auf und verlinken viele Artikel dazu. Sucht man bei Google, dann findet man über 149.000 Treffer zu diesem Thema. Und bei Twitter? Etwa nichts? Zumindest nicht bei denen ich folge. Doch mit der Twitter-Suchfunktion kann ich nach bestimmten Begriffen suchen und bekomme in Echtzeit die Ergebnisse, die innerhalb der letzten Sekunden und Minuten ins Internet gestellt wurden. Also ganz frische Infos und Meinungen zur Rente mit 69. Möchte ich dauerhaft mehr über dieses Thema lesen und auf die Tweets, also die kleinen Informationen mit 140 Zeichen zurückgreifen, klicke ich auf Save This Search. Und ich habe meinen Suchbutton selbst generiert, den ich immer wieder anklicken und die Neuigkeiten lesen kann. Möchte ich mich selbst dazu äußern, klicke ich in das Feld What are you doing? Und schreibe denjenigen, die mir folgen, eine Nachricht von ebenfalls maximal 140 Zeichen, also einen Tweet, und klicke dann auf Update. Und schon haben diese Nachricht meine 34 Followers in ihrem virtuellen und öffentlichen Postfach. 34 Followers sind allerdings nicht viel, um aktives virales Marketing, also Mund-zu-Mund-Propaganda zu betreiben. Hier sehen Sie unseren Twitcher-Club-Account mit mittlerweile 477 Followers. Es dauert seine Zeit, bis Sie eine ansehnliche Zahl von Followers aufgebaut haben, weil Sie täglich maximal 400 Followers aufbauen können, ohne bei Twitter als Spammer ausgeworfen zu werden. Aber das erkläre ich Ihnen im nächsten Videotutorial. Und auch zu anderen Themen können Sie Informationen erhalten, wie zum Beispiel zum neuen Harry Potter Film, zum Firefox 4.0 und unter Trending Topics finden Sie weltweit meistverwendete Begriffe und sehen, was zurzeit Trend ist. Ein aktuelles Thema in Deutschland ist auch die Dienstwagen-Affäre von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und wird offenbar reichlich ausgeschlachtet. Und es wird sowohl national als auch international reichlich darüber getwittert. Doch wo es Verlierer gibt, gibt es auch einige Gewinner, nämlich die Autoverleihfirma Sixt, die häufig im gleichen Atemzug genannt wird. Gibt man nämlich umgekehrt Sixt ein, bekommt Firma Sixt in Verbindung mit Ulla Schmidt eine Menge Tweets und freut sich über diese kostenlose Werbung. Stellen wir uns also die Frage, wie funktioniert Twitter? Es gibt immer mehr Twitter-Nutzer, die gegenseitig kleine öffentliche Nachrichten, also die sogenannten Tweets, schreiben und sich zukommen lassen und sich dabei über alles auslassen, was man sich nur vorstellen kann und was die Menschen beschäftigt. Dabei gibt es kein noch so unwichtiges Thema, über das nicht gesprochen wird. Denken wir an die bereits erwähnte Rente mit 69 oder die aktuellen Fußballergebnisse. Auch über nationale Themen wie Hartz IV, seine eigenen Schlafgewohnheiten oder den neuen Harry Potter Film wird getwittert. Die Informationen sind einerseits völlig unterschiedlich, aber dennoch gibt es dominierende Trends. Die Aufgabe von Twitter besteht jetzt darin, diese Trends anhand der verwendeten Wörter zu erkennen und in entsprechenden Kanälen zu bündeln und somit aus einem Trend eine Massenbewegung zu machen, in der man alles über die Ullas und Michael Jacksons dieser Welt wiederfindet. Man lernt dabei Menschen kennen, erfährt wichtige Neuigkeiten und weiß, worüber in der Welt gesprochen wird. Dazu dienen die sogenannten Trending Topics. Wie entstehen also diese Trending Topics? Gehen wir also noch einmal etwas zurück. Sie sehen hier die Menschen, die im Internet surfen und über die genannten Themen sprechen, lästern oder aus erster Hand berichten, weil sie unmittelbar und selbst dabei waren. Jede Information bei Twitter nennt man einen Tweet, die man als Nachricht an seine Followers schreiben kann. Followers sind diejenigen, die mir bei Twitter folgen und meine Tweets lesen. Zu schwer? Okay,
Dann fangen wir noch etwas weiter von vorne an. Sie erinnern sich an diejenigen, die News geschrieben haben. Nehmen wir Peter. Er schreibt gerade eine Info in Twitter, während er telefoniert. Diese Neuigkeit lesen Frank und Kerstin, finden auch die anderen Infos von Peter interessant und folgen ihm. Sie werden zu Followers. Ich zeige Ihnen hier, wie Sie jemandem folgen, also dessen Follower werden. Vor jedem Tweet befindet sich ein Kästchen mit einer Information. Darauf klicken Sie. Oder Sie suchen jemanden gezielt über die Find People-Suchfunktion. Hier wird mein Account Actim gesucht und gefunden. Wenn ich dem da folgen möchte, klicke ich auf das Bild oder den Schriftzug daneben. Und es eröffnet sich sein Account. Dort kann ich auf Follow klicken und sofort folge ich ihm. Dazu muss mir niemand eine Erlaubnis geben. Wie Sie sehen, befinden Sie sich hier auf Twitcher Club. Wie in unserem ersten Video beschrieben, können Sie mehrere Accounts einrichten und brauchen dazu nur unterschiedliche E-Mail-Adressen. Frank und Kerstin folgen also Peter und schreiben Nachrichten, für die sich Christian interessiert. Er wird, wie beschrieben, Follower von Frank und Kerstin. Christian kann jetzt die News von Frank und Kerstin lesen und findet dort die Infos von Peter, die er ebenfalls interessant findet, und wird auch dessen Follower. Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit, sodass Peter auch Christian folgt und dessen Follower wird. Schreibt Peter jetzt eine News, so erhalten Sie Frank und Kerstin sowie Christian gleichzeitig und nahezu in Echtzeit. Und so geht es weiter. Charlotte folgt Christian. Charlotte und Sabine folgen sich sowieso gegenseitig, während Sabine jetzt an den Informationen von Christian interessiert ist. Während Christian entdeckt, dass er noch gar nicht mit Frank und Kerstin verbunden ist und denen jetzt folgt und Versäumtes nachholt. Charlotte hat ebenfalls festgestellt, dass Peter interessante Beiträge verfasst und folgt ihm. Wenn Peter jetzt eine Nachricht verfasst, wird sie in Windeseile an eine Menge Leute verschickt. Und diese Nachricht werden immer weiter verteilt. Und Millionen von Menschen werden miteinander verbunden, die sich gar nicht kennen und bis auf wenige Ausnahmen nie kennenlernen werden. Und wenn mehrere Menschen gleiche Themen interessiert und viele Tweets, also Kurznachrichten, verschickt werden, umso mehr wird aus einzelnen Interessen ein großer Strom an Nachrichten, der sich dann in den Trending Topics ausdrückt und eine Hierarchie bildet. Aus diesem Grund erfahren wir, dass momentan der neue Harry Potter Film und beispielsweise die Iran-Wahl von internationalem großem Interesse ist. In Deutschland wird es im Herbst 2009 die Bundestagswahl sein. Und nur deshalb, weil unzählige Menschen scheinbar ohne tieferen Sinn twittern, was das Zeug hält. In unserem nächsten Video erkläre ich Ihnen, wie Sie über Twitter neue Followers, Freunde und Geschäftspartner gewinnen und Produkte über das Internet verkaufen.